Das ist zum Glück nicht so. Wir haben Patienten in unserer Praxis mit wahnsinnig starken Schmerzen auf einer Skala von 0 bis 10, ein 10. Die haben aber nichts, das wirklich ernsthaft wäre. Und es gibt aber umgekehrt auch Situationen, wo jemand mit einer ernsthaften Diagnose gar nicht so feste Schmerzen hat. High Heels sind tatsächlich schön und es ist auch nicht so, dass das schlecht wäre für den Rücken. Wer viel High Heels trägt, hat nicht ein erhöhtes Risiko, Rückenschmerzen zu bekommen. Wenn man allerdings schon Rückenschmerzen hat und High Heels trägt und das die Rückenschmerzen verstärkt, dann würde es wahrscheinlich Sinn machen, wieder mal die Turnschuhe zu nehmen. Bandscheiben sind häufig betroffen, wenn jemand Rückenschmerzen hat. Man kann aber nicht sagen, dass Bandscheiben bei den meisten Formen von Rückenschmerzen die Schuld sind. Es ist eher so, dass Bandscheiben relativ selten, sagen wir bei 10-20% der Fälle von Rückenbeschwerden, tatsächlich die hauptsächliche Ursache ist von diesen Rückenschmerzen. Wer Sport treibt, kann davon ausgehen, dass er statistisch gesehen weniger höchstes Risiko hat, Rückenschmerzen zu bekommen. Es ist aber nicht so, dass man sagen könnte, dass wer Sport treibt, eine Garantie hat, um keine Rückenschmerzen zu bekommen. Zum Glück ist es so, dass bei den wenigsten Fällen von Bandscheibenvorfällen operiert werden. Man geht davon aus, dass etwa 30-40% der Menschen Bandscheibenvorfälle haben, die aber keine Symptome verursachen. Auch wenn die Bandscheiben Symptome verursachen, muss in sehr, sehr seltenen Fällen operiert werden. Man schaut heute Rückenschmerzen nicht mehr als ein rein medizinisches Problem an, sondern Leute, die häufig Rückenschmerzen haben tendenziell auch mehr psychische Beschwerden. Oder man kann es umkehren und sagen, wer Rückenschmerzen hat und psychische Probleme hat, hat ein höheres Risiko, chronische Rückenschmerzen zu entwickeln. Es ist eigentlich genau das Gegenteil. Wer Rückenschmerzen hat, sollte aktiv bleiben, sollte sich nicht schonen, sollte möglichst die alltäglichen Sachen weiterführen, bei der Arbeit oder im Haushalt. Wer das macht, hat eine grosse Wahrscheinlichkeit, dass die Rückenschmerzen schneller vorbeigehen, als wenn man einfach zuwartet und nichts macht. Das kann man so nicht sagen. Wer sich bewegt, hat ein deutlich reduziertes Risiko, Rückenschmerzen zu bekommen. Brustschwimmen, Joggen sind gut für den Rücken. Wenn man schon Rückenschmerzen hat und das verstärkt wird durch das Joggen, dann sollte man vielleicht Pause machen oder sich ein bisschen langsamer bewegen. Aber grundsätzlich kann man sagen, jede Form von Bewegung ist gut für den Rücken. Gerade sitzen ist weder gut noch schlecht für den Rücken. Man kann aber sagen, dass immer in der gleichen Position sitzen ist schlecht. Man sollte aktiv sitzen, Position häufig wechseln, immer wieder aufstehen und sich bewegen. Das ist einer der hartnäckigsten Mythen. Eine harte Matratze ist nicht besser für den Rücken. Man geht davon aus, dass so eine mittelharte Matratze für die meisten Leute am besten ist. Wichtig ist aber, wie man sich fühlt am Morgen. Wer sich am Morgen entspannt fühlt auf einer harten Matratze, wählt eine harte. Wer lieber eine weiche hat, wählt eine weiche oder eine halbharte.